Liebe Grandiose-Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich darf Sie heute hier aus Wien begrüßen. Mein Name ist Tobias Leminski und wir sind zu Gast bei Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Unser Thema heute ist die Liebe und es ist mir eine große Freude, Ihnen dazu einen solch weltbekannten, das darf man ruhig sagen, Fachmann begrüßen und präsentieren zu dürfen. Herr Professor ist promovierter Theologe und ebenso promovierter Mediziner mit dem Spezialgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er gilt als Hormonpapst und ist seit 2004 außerordentlicher Professor an der Universität Wien. Er war 10 Jahre persönlicher Sekretär von Kardinal Franz König. Von 2001 bis 2006 war er außerdem Vorsitzender der Bioethikkommission in Österreich und Mitglied des Obersten Sanitätsrates. Professor Huber betreibt eine Frauenarztpraxis, in der wir hier sind. Und wenn wir hier in den Hintergrund gucken, sehen wir die Früchte der Arbeit. Und ist außerdem Bestsellerautor und hat bereits seit weit über 400 wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Ich würde sagen, mehr Fachmann zu dem Thema Liebe geht fast gar nicht. In Ihrem Buch Liebe lässt sich vererben, wie durch unseren Lebenswandel die Gene beeinflussen, wie wir durch die, unseren Lebenswandel die Gene beeinflussen können, vertreten Sie die These, dass sich auch Prägeerlebnisse wie Lebensstil und persönliche Erfahrungen vererben lassen. Herr Professor, ich bin sehr froh, dass wir Sie für das Magazin gewinnen konnten und freue mich sehr, danke für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Zeit, von der Sie ja eigentlich, wenn man das alles so sieht, nicht viel haben können. Ich danke fürs Kommen. Ja. Lässt sich aus der Sicht des Mediziners, des Forschers, definieren, was Liebe ist? Liebe kommt natürlich zunächst aus der Reproduktion. Der Mensch ist ein Zoonpolitikon, hat Platon gesagt, oder ein Endsoziale, der ist auf den anderen angewiesen und ausgerichtet. Und das reduziert sich zumindest am Anfang der Menschheitsgeschichte natürlich in erster Linie auf die Fortpflanzung. Dafür sind zwei Menschen notwendig und eine Familie gibt Sicherheit dem Kind und ermöglicht das Weiterleben. Und das war wahrscheinlich zu Beginn, als die Heterosexualität letzten Endes auch als großes Erfolgsmodell von der Evolution geschaffen wurde, eine Prämisse, dass die Partner, die neues Leben schaffen, bis zu einem gewissen Grad auch zusammenbleiben müssen im Interesse der Fortpflanzung. Und dafür hat sich die Natur sehr vieles einfallen lassen, nicht abgesehen von den Hormonen, die in der Hirnanhangsdrüse im hinteren Teil der Hypophyse produziert werden, die dieses Zusammenkommen und Zusammenbleiben auch garantieren, bis hin zu den taktilen Reizen, also diesen magischen Teilen in unserer Haut, wo die Nähe, die Erotik der Berührung gesteuert wird. Also all das dient letzten Endes der Erhaltung der Art, also der Schöpfungsordnung. Und daraus resultiert zunächst die erste Liebe, nämlich die zwischen zwei Menschen, die neues Leben in die Welt setzen. Und das wird natürlich dann überhöht. Es wird überhöht also zu Nichtgeschlechtspartnern, es wird überhöht zu anderen Menschen, mit denen man auch Kontakt hat. Und einen besonderen Höhepunkt hat es natürlich in der Bergpredigt gegeben, wo auf hellenistisches Erbe oder auf stoisches Erbe zurückgreifend, so könnte man fast sagen, Jesus von Nazareth diesen wirklich unglaublichen Anspruch, dass man den Menschen genauso, den anderen genauso lieben soll, wie sich selbst gemacht hat. Also auch eine Meisterleistung in der Geistesgeschichte, in der Evolution der Geistesgeschichte. Das 5. Gebot. Warum ist Liebe für uns Menschen unverzichtbar? Welche Bedeutung hat sie für die körperliche und seelische Gesundheit eines Menschen? Weil natürlich auf der einen Seite eine Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn sich die Menschen nicht den Kopf einschlagen. Das heißt, eine gewisse Zuneigung oder eine gewisse Kooperation, das irgendwie mit Liebe auch verwandt ist, die ist notwendig. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Tatsache, dass die Erhaltung der Art letzten Endes die Liebe benötigt. Ohne Liebe können wir Kinder nicht in die Welt setzen und Kinder auch nicht am Leben erhalten. Und das sind mehr oder weniger die beiden Grundpfeiler, die uns die Liebe definieren. Einerseits das friedliche Beisammensein von Menschen und das Gegeneinander auch sich helfen. Und auf der anderen Seite die engste Beziehung der Liebe, nämlich die Partnerschaft, um die Weitergabe des Lebens zu garantieren.